Jetzt habe ich eine waschechte Melitzer, eine geborene Melitzer bei mir, die Frau Sonja Winkler. Ja. Sonja, unser Faxe würde ich sagen. Ja. Eine Hammerpartie, ja. Was sagst du dazu? Ja, so wie der Faxe sagen würde, unglaublich. Nein, Weltklasse. Also es gibt nichts dazu zu sagen. Ich habe vorher WhatsApp gekriegt von unserem gemeinsamen Cousin aus Frankreich, der sich das Ganze via Laola angeschaut hat und völlig aus dem Häusl ist. Also wir sind alle total stolz und ja, es gibt nichts mehr dazu zu sagen. Also wirklich Hammer. Man hat gesehen, die Mannschaft hat gekämpft und wirklich jeden Zentimeter, der Wille war da. Ja. Jetzt natürlich 3 Punkte, ganz wichtig, Sonntag Graz. Es kann nur so weitergehen, oder? Es muss so weitergehen. Also es kann nicht nur so weitergehen, es muss so weitergehen. Wir brauchen diese 3 Punkte. Und ja, und dann müssen die anderen noch für uns spielen. Die Linzer sollen bitte wieder eine normale Mannschaft aufs Eis stellen, damit auch die Punkte gleich bleiben, beziehungsweise die Gerechtigkeit siegt. Und ja. Ich muss das Interview unterbrechen, wir müssen weg hier, es wird gefährlich. Okay. Ja, danke, Sonja. Sehr Nein, gerne. Man muss ehrlich sagen, ich glaube, es hat aber was genutzt, dass wir sehen, oder nicht nur wir, sondern alle von der Seite ein den Arsch getreten haben, auch die Heidi. Und auf was ich heute am meisten stolz bin, ist, dass die Mannschaft nach dem Spiel rausgekommen ist und mit uns gemeinsam in die Hockey gegangen ist. Das war etwas, was wir in Zukunft auch öfter machen könnten, weil es einfach geil ist. Also das war tipptopp und dafür großes Dank. Marcel, heute Villach noch lange wieder einmal verloren. Was sagst du zu der Partie? Schwarze Zeug, was willst du dazu sagen? Verdient gewonnen KC, glaube ich. Ganz einfach, woran hat es gelegen? Man hat gesehen, der KC hat heute wirklich gekämpft, er hat um jeden Meter am Eis gekämpft. Wie kannst du das erklären, dass der VSV heute so untergegangen ist? Ja, das Körperspiel hat einfach gefällt. Der Geist, das Herz, was eigentlich viel ausmacht, das Körperspiel, das einfach gefällt heute. Für euch geht es ja auch noch um die Playoff-Qualifikation. Wie glaubst du, wie schaut die Situation aus? Werdet ihr es noch schaffen oder wie ist es? Da machen wir überhaupt keine Sorgen da bei dem jetzt. Das machen wir schon. Also, da würde ich am KT-Fan mehr Sorgen machen als wir bei Villach. Ganz einfach. Ja, wunderbar. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja in irgendeiner Playoff-Partie wieder. Immer wieder, gell? Einmal Villach, immer Villach. Hey! Hey! Einmal Villach, immer Villach. Hey! Hey! Einmal wieder! Hey! Wunderbar, danke schön. Dankeschön. Jetzt habe ich einen Lukas bei mir. Lukas, KC-Fan durch und durch, wie man sieht. Was sagst du zu dieser grandiosen Partie in Villach, ein Sieg für den KC? Ja, es war endlich wieder mal ein Sieg für uns, weil seit 3 Jahren haben wir nicht mehr gewonnen. Und das war jetzt, die Scheibe ist für uns gesprungen und da die Tore. Das haben wir schön geschossen und ja, einfach schön. Welcher Spieler war denn für dich heute top oder welcher Spieler gefällt dir einfach ganz gut vom KC? Der Ganal, Manuel Ganal. Manuel Ganal, wunderbar. Was sagst du, Sonntag haben wir wieder eine Partie gegen die Graz, eben gegen diesen Ex-Club von Manuel Ganal. Ja. Werden wir gewinnen? Ja, wir werden gewinnen, weil in Klagenfurt haben wir auch gewonnen gegen Graz. Also ist das also wir gewinnen in Graz auch, wenn wir daheim gewinnen und ja, hoffen wir, dass wir gewinnen. Dann gewinnen wir auswärts auch. Spannende Frage noch, wie viel werden wir in Graz gewinnen? 4-1. Jans, ja. Wunderbar, dann sage ich danke dir. Bitte. Und einen schönen Abend noch. Danke. Manuel Ganal, als erstes Gratulation zu diesem grandiosen Sieg. Mir fehlen die Worte, es war wirklich eine Hammerpartie zum Anschauen. Man hat gesehen, die Mannschaft kämpft wieder, sie reißt sich um diese 3 Punkte. Ja. Sie haltet zusammen, sie kämpft um jeden Meter. Wie hast du die Partie aus deiner Sicht miterlebt? Ja, so wie du im Prinzip beschrieben hast. Ich glaube, wir sind super rausgekommen aus der Kabine. Wir haben viel über das geredet gehabt. Wir sind genauso auftreten, wie wir auftreten wollten. Wir waren aggressiv, wir waren einen Schritt schneller überall. Wir haben die Zweikämpfe für uns entschieden.
Wir haben uns für die anderen einfach reingeworfen in die Scheiben, die Schüsse blockt und die Kleinigkeiten einfach richtig gemacht. Und im Endeffekt war dann ein super Spiel. Es ist ja in der Halle, ein Derby ist ja immer ein Spezialthema. Es hat eigene Regeln, die Fans schreien wie wild, alle Fans, nicht nur die Katzler, auch die Villacher. Wie kriegst du die Stimmung mit? Hat man da überhaupt, hört man noch überhaupt den anderen Spieler oder ist das einfach nur mehr laut in der Halle? Nein, es ist extrem laut, aber ich glaube, für das spielen wir alle Eishockey, genau für solche Stimmungen, weil es macht einfach Spaß, auch gerade. Es ist brutal lässig und ich bin froh, dass ich endlich wieder mal Derbys habe. Ja, wunderbar. Eine Frage aber noch. Es sind jetzt immer wieder Junge im Kader eingerückt. Das ist der Daniel Oberstein, es ist ein Kraus eingerückt. Wie findest du das, mehr Junge im Kader? Wie integrieren sie sich? Wie findest du die Leistungen? Sie sind jetzt, man merkt, immer sehr motiviert. Sie spielen sehr gutes Eishockey. Wie siehst du das? Ja, es ist, glaube ich, jeder Mannschaft ein wichtiger Teil, dass man irgendwann immer wieder ein, zwei junge Spieler einbaut. Und das muss man aber halt immer zur richtigen Zeit machen. Und sie haben aber bewiesen, wenn sie die Chance gekriegt haben, dass sie zurecht bekommen haben. Und dementsprechend, auf dem können sie auf jeden Fall aufbauen. Und so müssen sie weiterarbeiten und hart dabei bleiben. Und dann kriegen sie sicher weiter ihre Chancen. Am Sonntag die nächste Partie. Wie schaut es da aus? Naja, zu den Chancen brauche ich jetzt selber, glaube ich, nicht viel sagen. Wir wissen alle, was wir zum Tun haben. Wir wissen, dass wir unseren Teil erledigen müssen. Das sind auf jeden Fall 3 Punkte in Graz. Und wir müssen den Schwung einfach mitnehmen jetzt aus den letzten 2-3 Spiele. Und vor allem an das heute anknüpfen. Wenn wir so wieder auftreten am Sonntag, wie wir heute auftreten sind, dann bin ich sehr positiv. Graz ist sehr unangenehmer Gegner und keine schlechte Mannschaft. Aber wenn wir so auftreten wie heute, dann haben wir sicher wieder die beste Voraussetzungen, dass wir die wichtigen 3 Punkte machen und der Rest haben wir eh nicht in eigener Hand. Da müssen wir einfach auf das Beste hoffen. Auf alle Fälle, Gratulation für den Sieg. Alle Kassler sind aus dem Häuschen, ja, wunderbar und weiter so für Sonntag. Super, danke dir. Danke.